Was geht ab, man und sich weiter, Osri? Und heute hat nun endlich die Movie Celebration, auch wenn es wirklich schon fast zu spät ist, auf der globalen Version angefangen. Und zwar gucken wir uns heute die ganzen Informationen und Details dazu an, aber ich muss eines vorweg sagen, und zwar ist das Ganze, was ich jetzt drehe, aufgenommen, bevor ein, zwei Events online kommen, heißt Änderung vorbehalten, wobei ich aber stark denke, dass es so sein wird, wie wir es jetzt gleich besprechen werden. Nämlich, die Movie Celebration, Freunde, Part 1 der Movie Celebration ist nun online und geht bis zum 13. Februar 0.59 Uhr unserer Zeit. Was heißt das? Ich sag schon mal eines, in Part 1 sind die Banner von Gogeta und Broly nicht vertreten, sondern nur die Story-Events. Aber so war es auch mit JP, deswegen können wir auch stark davon ausgehen, dass quasi nach Ablauf von Part 1 um den Dreh herum Mitte Februar die Banner von Gogeta und Broly erscheinen werden auf der globalen Version. Und damit ihr das auf jeden Fall schon mal wisst, die werden quasi zu Part 2 kommen und Part 1 geht bis zum 13. Februar. Part 1 startet dann am 13. Februar um 1 Uhr nachts unsere Zeit. Es gibt eine Special Missions Part 1, die gucken wir uns gleich näher an. Wir haben einen Jank Zone Stay, könnt ihr euch gerne abchecken, indem ihr das Ganze anseht, ist es schon live, indem ich das drehe noch nicht. Selbes gilt hier für dieses Banner, kam um 7, bzw. kommt um 7.30 Uhr live. Bei euch kam es um 7.30 Uhr live, aber jedenfalls ist das ein Rising Dragon Carnival Banner, ein Double Raid Banner. Heißt, hier sind Double Raids auf SSR Charaktere, hier sind alle. Die Sache ist halt, die Trunks ist hier featured, LR Trunks, zumal sowas auf JP sollte auf jeden Fall auf Global auch so sein. Und alle anderen LR sind nicht featured, natürlich außer Vegito und Gogeta mit Double Raids. Ist schon verlockend, Freunde, aber ich sag euch eines. Das haben wir schon bewusst sofort Gogeta und Broly rausgehauen. Ist quasi so mehr oder weniger ein Filler-Banner, weil das ist quasi das Banner, was dann bis Part 2 live ist. Und hier muss man wirklich nicht unbedingt summon. Auch wenn die LR sind, auch wenn es Double Raids sind, ich würde da eher wirklich die Stones vor allem an die Free-to-Play-Spieler. Ich meine, wenn ihr im Endeffekt hier summon wollt, macht das gerne. Aber wegen den Free-to-Play-Spielern würde ich sagen, spart lieber auf die Banner von Gogeta und Broly. Denn dort, bisschen der Wert dieser Banner sind viel, viel besser. Außerhalb davon, zur Frage vielleicht, die habe ich letzte Zeit häufig gehört bzw. bekommen, um es mal kurz anzukratzen. Solltet ihr jetzt quasi auf Global auf LR Super Saiyan 4 Goku und Gogeta warten, wie auf JP für das Jubiläum? Also das Jubiläum auf Global ist im Juli dieses Jahr. Und dann quasi Gogeta und Broly skippen. Also die Frage habe ich oft bekommen. Ich sage euch mal eines. Nein, ihr müsst Gogeta und Broly bei allem Respekt nicht skippen. Wegen ganz simplen Sachen. Erstens, ich bin mir sicher, viele von euch haben auf die gespart. Also summon da. Wenn ihr summon wollt, auf die Charaktere summon. Gogeta und Broly sind sehr gut. Die Banner sind gut. Der vierte Mutti wird kostenlos sein. Vielleicht bei Global ein bisschen mehr. Hatten wir oft so, dass der erste Durchlauf vergünstigt ist. Aber selbst quasi, wenn ihr trotzdem Bedenken habt, die zweite Sache ist, LR Super Saiyan 4 Goku und Gogeta, die kommen zum Jubiläum und das Jubiläum hat ein festes Datum und das ist in Global, wie gesagt, Juli. Heißt, ihr habt nach Gogeta und Broly 5 Monate Zeit, um darauf zu sparen. Heißt auch wiederum, ihr werdet viele und gute Stones bekommen. Also deswegen, Ratschlag von mir, Summit bei Gogeta und Broly. Entscheidet euch vor allem die Free-to-Play-Spieler vielleicht für einen der beiden und dann geht erstmal auf den und dann könnt ihr den zweiten ja auch versuchen, sag ich mal. Aber Summit ruhig, Freunde. Genau, dann dieses Event hier, Freunde, das Special-Event, das Story-Event von der Dragon Ball Super Broly Movie Celebration ist live. Ich habe dazu damals auf JP ein Video gemacht, da habe ich das quasi dann auch, am Ende des Videos bin ich quasi in die Stage reingegangen und habe die Stage gemacht. Falls ihr es da visuell sehen wollt, gameplay-technisch, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Ich gebe euch hier trotzdem mal die Informationen durch auf Global, indem ich das aufnehme, ist noch nicht live, aber es sollten erstmal die ersten 5 Stages kommen. Aus diesen ersten 5 Stages könnt ihr euch den Free-to-Play Goku und Free-to-Play Broly, Freezer und Vegeta. Vegeta können wir bis dato quasi nur awaken. Die anderen folgen zu Part 2. Heißt, ich empfehle euch auf jeden Fall, holt euch den ganzen Stages erstmal die Charaktere, die Free-to-Play-Charaktere. Erhöht sie auf SA 10 ihre SA. Vegeta könnt ihr schon Doken awaken, indem ihr 20 Medaillen aus Stage 5 farmt. Und ihr könnt vielleicht schon die Charaktere Vegeta und Goku vorbereiten. Nachdem ihr einen auf SA 10 habt, könnt ihr einen zweiten holen auf SA 5 bringen, diesen auch Doken awaken, weil Goku und Vegeta bekommen später ein EZA und könnt dann quasi somit die SA 5er als Trainingspartner benutzen für die auf SA 10. Und ihr könnt vielleicht auch schon ein bisschen vorbereiten, die SA, falls ihr für Broly summon werdet, für den physisch Broly, denn wenn ihr den Int Broly aus Stage 2 farmt und ihn Doken awaken, dann wird er zu Super Saiyan Broly und das ist eine farmbare SA für den physisch Broly, aber heißt im Umkehrschluss, ihr müsstet euch 9 Brolys erfarmen und die 9 quasi dann auf Part 2, ihr könnt sie noch nicht jetzt awaken, auf Part 2 dann quasi mit den Medaillen die 9 eben awaken auf SA 1 alle 9 auf den Super Saiyan Status und dann könnt ihr quasi als Trainingspartner nutzen.
Genau, so viel dazu. Freezy kann ich auch empfehlen. Also holt euch alle auf SE10 auf jeden Fall. Wenn ihr quasi die ISE-Sachen wollt, die Farm, SE-Farm wollt, macht das auch. Und natürlich jeder Baseform Goku und Baseform Vegeta ist eine Farm-SE für jeden anderen Baseform Goku und Vegeta im Spiel. Aber wenn ihr sie erweckt, werden sie Goku und Vegeta Blue und das ist auch eine Farm-SE. Zum Beispiel Evo Vegeta hat eine Farm-SE bekommen und. Selbes gilt für Final Form Freezer, beziehungsweise dann der Golden Freezer nach dem Awakening, aber bis jetzt sind wie gesagt nur die Awakenings von Vegeta online. Das Dragon Ball Super Broly Movie Event geht bis zum 5. März, by the way, und so lange wird auch die Celebration gehen. Die gewissen Story Events, die jetzt live sind, Nuzlocke, Future Trunks zweimal und die Family Kamera Trio, sind live, wenn ihr das Ganze anseht, und gehen bis zum 18. Februar, 6.59 Uhr unserer Zeit. Nummer 10, das Punch Machine Event kommt live ab dem 6. Februar, 7.30 Uhr unserer Zeit. Ich habe damals dazu auch auf JP ein Video gemacht, hatte dort aber einen Denkfehler, ich werde den Link trotzdem mal in die Beschreibung setzen. Die Sache ist nämlich, das sind 3 Stages jeweils, jede Stage könnt ihr jeweils zweimal pro Tag machen. Ihr könnt daraus aus der Mission dann, je nachdem wie viel Schaden ihr an den Punchbacks gemacht habt, Zenny bekommen, Orbs und Stones. Die Sache ist jedoch, was war mein Denkfehler, auf der Stage waren mehrere Punchbacks und ich dachte, man hatte so Zeit, man hat zwei oder drei Runden Zeit, um da quasi so viel Schaden wie möglich an den Punchbacks zu machen. Und da mehrere da waren, dachte ich, okay, mit AoE Damage Dealer summiert sich dann der Schaden. War aber falsch, Freunde. Habe ich auch in dem Video auch quasi im Kommentar angepinnt. Richtig ist es, es wird nur der Schaden, der höchste Schaden an einem Punchback verrechnet. Aber wenn das Ganze live kommt, gucken wir das Ganze dann quasi nochmal genauer an. Jedenfalls Battlefield Season 5 startet ab dem 11. Februar, 37 unserer Zeit. Training Items Rate wurde verdoppelt und hier Barbershop Points gibt es 30% Rabatt. Das Ganze ist live quasi. Login Boni könnt ihr euch gerne abchecken, wie gesagt. Beim ersten Login gibt es 5 Stones und dann quasi ein Stone pro Tag und ein bisschen mehr quasi. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, was es da zu holen gibt. Bis zum 13. Februar war das bei uns richtig, richtig. Und so gucken wir uns dann am Ende noch quasi die Special Missions an, Freunde. Die Special Missions sind folgende, Part 1 Special Missions natürlich. Täglich müsst ihr hier an der Stelle, wenn ihr täglich 10 Stamina verbraucht, ich sag mal ganz einfach, wenn ihr täglich bis zu 30 Stamina verbraucht, bekommt ihr die Sachen, die gelistet sind. Wenn ihr 3 Stages cleared, bekommt ihr ein Jank Zone, das war eine Dailies, macht sie am besten. Und Time Limited Mission, also Mission in der ganzen Celebration bis März, 5. März sollte das gewesen sein, müsst ihr folgendes tun, damit ihr die Sachen aus Part 1 bekommt. Wenn ihr Story Event Stages schafft, bis zu 15 Mal bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind, darunter 3 Dragonstones. Wenn ihr einen Charakter rekrutiert, also irgendeinen Charakter aus einer Stage holt, oder aus einer Stage quasi, wo Charaktere droppen, dann bekommt ihr hier eine Herkulesstatue. Wenn ihr trainiert, bekommt ihr die Training-Items. Wenn ihr einen Charakter Dokkan awakt, das ist der Free-to-Play Vegeta, ihn müsst ihr Dokkan awaken, wie gesagt, 20 Medaillen braucht, um ihn zu awaken, dann bekommt ihr einen Stone. Wenn ihr Vegeta dann auf SE10 bringt, bekommt ihr einen weiteren Stone. Wenn ihr bis zu 1000 Stamina verbraucht, bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind, darunter 3 Stones. Und wenn ihr im Endeffekt dann alle Missionen schafft, bekommt ihr 3 weitere Stones, Freunde. So viel zu den ganzen Informationen zu Part 1. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Viel Spaß beim Farmen der Charaktere. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.